Mr. Champ gegen Seth, keine Ahnung, kannst einiges spielen. Zum Beispiel ich auch mit Orn war ich super fein gegen den Seth. Mordekaiser finde ich auch ganz okay gegen Seth. Atrox kann man auf jeden Fall dagegen gut spielen. Fiora natürlich kann man outplayen. Gnar ist fein. Ach, Mitte. Da bann ich ja jetzt erstmal. Da bann ich ja jetzt erstmal sowas wie Seth. Oh, pick me Orn. Orn sehe ich da schon eher. Jetzt kommt der Ori-Pick. Nee, ich will eigentlich Kassadin spielen. Oder ein Viktor. Kassadin hätte ich übel Bock, ey. Aber ich habe halt keine Lust, eigentlich, dem, wenn der Rek'Sai spielt, dann so einen schwachen Early-Midlaner zu geben. Oh, Kassadin ist gebannt. Ja, nevermind. Ich denke, ich werde für Viktor gehen. Electrocute. Na, ich glaube, Face Rush ist schon ziemlich sick. Mit dem Roam und so. Oh, hier. Ah, ja. Ja, gehen wir mal die Beat. Falls ich mal sterbe. So, kurz pinkeln. So, okay, wird es ein bisschen schwer, mich zu ganken, oder? Schönes Eisen. Da ist er, der Chor. 1150 sogar noch. Alle, die haben jetzt zwei Pinkos. Oh! Da war actually Damage. Muss ich denn aufpassen? Ich darf nicht disrespecten. Ich glaube, der Damage von Ahri ist schon relativ fein. Aber die ganze Zeit das Gefühl, auch wenn ich Charm presse und sowas, dass ich den Legend töte. Aber ich glaube, ich darf das nicht disrespecten. Geh her für Mercs. Jetzt Ludens. Farmt auch fähig. Ich muss gleich anfangen, wahrscheinlich schon für die Vögel einfach zu gehen. Oh. Der hat schon Knock-Up. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen, dass er schon Knock-Up hat. Wie schlecht erkannt, dass das eine Form ist schon. Ja. Uff. Viktor last hitten oder einfach in die Wave Clear ist einfach schon sehr satisfying, bin ich ehrlich. Mein Gott, ist das satisfying. Alter, Junge macht ja einen Damage. Habe ich ja gar nicht drauf klar, dass sie so einen Damage macht. So, ich werde mir jetzt das Upgrade holen. Goddamn Aphelios, Junge. Keine Ahnung, wir haben nie null Vision, Alter. Ist crazy. Wir haben halt legit null Vision. Yumi, das ist halt echt der große Nachteil an fucking Yumi, Alter. Ich kann halt nicht alleine rumlaufen und Vision holen. Geht ja nicht. Ich für Morellos. Ich bräuchte halt Liandris. Void plus Liandris wäre geil. Aber ich glaube halt, Morellos wäre hier gar nicht so schlecht. Healing, Healing. Hier ist ein Healing, da Healing, theoretisch.
Los, die Ornult! There we go. Oh. Oh. There we go. Schön. Finally. Der Flash, though. Den Flash hat keiner gesehen. Ich denke, ich werde einfach meine Ult oder so auf Aphelios jagen, Alter. Ich würde noch kurz Level 16 holen. Level 16 Ultimate würde schon noch knallen, Alter. Das ist auf jeden Fall sehr viel mehr Damage. Ich würde gerne für den fucking Blue Buff gehen, aber ich glaube, wenn ich da reingehe, ist wahrscheinlich kompletter End. Bisschen zu nah ran bin ich gelaufen. Na, GG ist es nicht. Yes, das ist gut, das ist gut, das ist mega. Oh, oh. Woo! Hasaki on fire, Kurva. Noch nicht Death Item. Ach, wir brauchen Death Item, wenn man Damage machen kann. Erstmal Bolster. Ja, nice. Bolster. So, jetzt kann ich schauen für ein Delicious. Sonjas. Junge, die Games auf DH1 sind ja fucking intens. Das ist ja hier eine ganz andere Welt. Hier geht's ja mehr ab als, also, die Games gefallen mir besser als die fucking 10-Minuten-Fiestas, bin ich ehrlich. Ja, wir können halt full auf Damage gehen. Kann ich auch machen. Aber ich glaube, Sonjas wäre schon ein insaner Bait für die, wenn so ein Zack auf mich jumpt und sowas. Okay, Lich Bane. Kack drauf. Damage. Wait, der Saki ist tot. Holy shit, mein Damage. What the fuck ist mein Damage? Junge, meine Ultimate tötet die da hinten. Holy shit, meine Ultimate hat einfach Double Kill gemacht, ohne dass ich zugeguckt habe. Ich habe es einfach nur da abplatziert. Holy shit.
Shit, hat das Spaß gemacht. Mein Gott. Alter, das war good shit. Elder macht Spaß mit Victor auf jeden Fall. God damn it. War ein wenig Damage. Alter, hat das Spaß gemacht. Holy shit. Ja, Spaß gemacht zu sagen, das freut mich, ey. War echt knackiges Game, aber auch war. Tja, tja.